Ja, meine Lieben, endlich geht's auf meinem Kanal weiter. Ich begrüße euch ganz herzlich nach langer, langer Auszeit zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise sind es gleich zwei. Ich habe nämlich in den letzten Tagen vor meinem Umzug und der langen, Krankheitsphase noch zwei Sachen bestellt, beziehungsweise drei Sachen bestellt. Zweimal in einem Shop und dann einmal privat. Ja, ich fange einfach mal an mit dem ersten hier. Und zwar hat Empori einen Ausverkauf gemacht. Der Shop sollte sich auflösen, aber ja. So. Musste kurz Pause machen, da mein Mann gerade reinkam. Ja, Empori hat angekündigt über Facebook, dass der Shop schließen wird und hat gewisse Sachen reduziert. Dann gab es wieder, weiß jetzt nicht inwieweit der Shop nun doch offen bleibt, es gab auf alle Fälle nochmal eine kurze Info von der Shop-Inhaberin, dass es dann doch weitergeht. Jedenfalls habe ich ein bisschen was eingekauft. Ist nicht viel gewesen. Möchte ich euch aber dennoch gerne zeigen. Ich packe das schnell aus. Und lege dann auch gleich mit euch. Als Dankeschön gab es ein kleines Bonbon. Wie gesagt, die Bestellung ist schon im Juli gewesen und leider komme ich erst jetzt dazu, euch die zu zeigen. Ich habe mir so einen Ombre-Pinsel bestellt, der, wie ihr vielleicht sehen könnt, vorne so, so ausgefranst bzw. ausgefächert ist. Damit soll man gut die Farbverläufe machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den heile wieder da reinkriege. Das ist gar nicht so einfach. Nach so langer Abwesenheit von euch zittern dann doch ein bisschen die Hände. Ich lasse das mal so. Der Pinsel hat mich noch gekostet 2,70 Euro. Dann geht es auch schon weiter. Ich versuche mal hier ein bisschen hochzuschieben. Jawohl. Auch das muss gelernt werden. Für die Airbrush Geschichte habe ich mir ein Nebelweiß gekauft. Und zwar ist das ein halbtransparentes, wo man dann auf dem Nagel die Schablonen im Negativen nimmt und wie einen Nebel um die Silhouette hat sozusagen. Und das Schablonenweiß hat gekostet 1,50 Euro, da sind 14 Milliliter drin. Ja, wer Airbrush macht, braucht natürlich auch Airbrush-Schablonen. Und da kommen wir zu diesen hier. Da haben wir zum einen Bäume. Das ist die BM3. Hat gekostet 60 Cent. Dann Winter W12 hat auch 60 Cent. Schablone Schneeflocke SF01 60 Cent. Die SF6 ebenfalls Schneeflocken. 60 Cent. Die Ranke R9
60 Cent. Weiter geht's. Schablone SF03. 60 Cent. Und die Schablone ST. 60 Cent. Ja, das zu diesem. Dann habe ich mir Wraps gekauft. Alle zum Thema Winter. Die zeige ich euch mal so. Die kosten 36 Cent. Wie gesagt, 36 Cent das Stück. Dann habe ich mir noch selbstklebende Motive. Skull 03. So. 41 Cent. Und die Silhouette auch 41 Cent. Ja, meine Lieben. Das war's auch schon. Dann gab es noch ein kleines Goodie. Die Aufkleber hier, beziehungsweise sind das wasserlösliche Sticker in Blumenform mit verschiedenen Farben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank, liebe Diane Lukas. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier zuschlagen konnte. Und natürlich werde ich euch auch zu verschiedenen Sachen zeigen, was ich damit gemacht habe. Ja, meine Lieben, das war mein Einkauf bei empori.de. Ob der Shop weiterhin besteht, müsst ihr selber mal gucken. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. So, und wenn ihr dran bleibt, kommt auch gleich mein zweiter Einkauf. Das ist ebenfalls nur ein kleiner, aber ich möchte ihn euch gerne im nächsten Video zeigen. Bleibt dran. Es geht gleich weiter. Ich freue mich, dass ich wieder da bin für euch und hoffe, ihr freut euch ebenso. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Tschüss.